dass diese täglichen Schwankungen sind für die Teichorganismen, vollkommen egal, ob es Fische, vollkommen egal, ob es Pflanzen sind, bis hin zu den wirbellosen Tieren, enorme Belastungen für ihren Stoffwechsel. Die müssen sich innerhalb von wenigen Stunden auf diese Stoffwechselsprünge drauf einstellen. Ist der Teich vom Wasser her ausreichend gepuffert, das heißt, wir haben genügend Carbonathärte vorhanden, sind diese Schwankungen auch da, aber sie laufen deutlich moderater ab, zwischen 7,5, 8,6, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das heißt, da unsere Gartenteiche keinen Grundwasseranschluss haben, müssen wir gucken, dass wir diesen Teich, diese erforderlichen Härtebildner, permanent regelmäßig zuführen. Wir haben dafür in unserem Teichpflegeprogramm zwei Teichaufwärter, einmal das Stabilopont Basis entwickelt. Dieses ist von seiner Zusammensetzung her so ausgelegt, dass es Gesamthärte als auch Carbonathärte im gleichen Maß anhebt. Viele der Teichaufwärter sind sehr carbonathärtelastig, haben dann den Nachteil, das funktioniert gut, aber dass sich die Carbonathärte auch wieder sehr schnell abbaut. Bringe ich das Gegenion rein, Calcium, Magnesium, bleibt das Wasser insgesamt über einen längeren Zeitraum stabiler. Dennoch haben wir auch einen stärker carbonathärtelastigen Teichaufwärter entwickelt. Hintergrund ist der, Sie haben aus der Grafik gesehen, dass die Carbonathärte schneller sinkt als die Gesamthärte im Gartenteich. Und vor allem, wenn ich eine Algenbehandlung machen muss, wenn die Algen denn vorhanden da aufgetreten sind, ist es wirklich sinnvoll, den Schwerpunkt auf die Carbonathärte zu legen. Da spielt die Gesamthärte erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Gehen wir nochmal auf natürliche Gewässer ein. Da gibt es einen Begriff, das ist der sogenannte Trophiegrad, Nährstoffgehalt eines stehenden Gewässers. Da werden wir gleich in der Tabelle sehen, es gibt einen wirklich entscheidenden Eckwert, und auf dem werde ich jetzt mit ein paar Grafiken drauf rumreiten, das ist nämlich der Phosphatgehalt des Wassers. Wenn Sie sich mal die Tabelle anschauen, von oligotroph heißt sehr nährstoffarm, bis zu hypertroph, das sind diese stark überdüngten, umgekippten Gewässer, und schauen Sie sich mal bitte die Phosphatgehalte an. Da liegen wir bei den Oligotrophen bei Werten von unter 0,01 Milligramm pro Liter messbares Phosphat im Wasser. Und bei den stark überdüngten bei Werten, die liegen dann über 0,1 Milligramm pro Liter. Das ist immer noch so gut wie nichts. Aus der Aquaristik sagen wir so Grenzwerte 0,25 Milligramm pro Liter sind tolerierbar, da passiert nicht viel. In Gartenteichen funktioniert das in der aller Regel nicht. Da kippen die Teiche sehr, sehr schnell um. Hintergrund ist der, wir haben erheblich mehr Licht im Teich als je in einem selbst stark beleuchteten Aquarium. Das heißt, ich bringe einen Motor rein, der Motor erfordert Nährstoffe und dann wächst alles. Wenn Sie mal die gelb hinterlegte Zeile sich anschauen, der Gesamtstickstoffgehalt in natürlichen Gewässern spielt so gut wie keine Rolle. Das heißt, über den Wert, den können wir uns nebenbei anschauen. Aber das wissen Sie selber, wenn Sie viele Gartenteichproben gemacht haben, dass Sie also stark stickstoffbelastetes Wasser haben, kommt in Koi-Teichen stark besetzt vor, aber in der Regel in den mäßig besetzten Gartenteichen spielt das keine Rolle. Da zählt fast nur der Phosphatgehalt. Und dann die letzte Zeile unten, Sauerstoffgehalt. Da ist es ganz klarer Zusammenhang, je nährstoffärmer ein Gewässer ist, desto sauerstoffreicher ist es, desto besser für die Tiere. Bei der hypertrophen Spalte ist schon gar kein Wert mehr angegeben, weil da passiert Folgendes. Tagsüber habe ich Sauerstoffsättigung, 8, 10 Milligramm pro Liter in Abhängigkeit von der Temperatur, aber nur in 10 cm Tiefe. Unten drunter ist nichts mehr und nachts dreht sich auch oben das Ganze um. In solchen Gewässern ist ein höheres tierisches Leben so gut wie nicht mehr möglich. Fische schaffen das gar nicht mehr, auch Amphibienlarven nicht und selbst viele Insekten haben damit Probleme. Aus der ganzen Grafiktabelle folgt eigentlich eines, wir müssen uns entscheidend um den Phosphatgehalt im Gartenteichwasser kümmern, und zwar nicht nur dann, wenn das Problem aufgetaucht ist, sondern eigentlich ganzjährig, und zwar sogar vorbeugend. Dazu mal diese Grafik, da kommen jetzt mehrere hintereinander mit verschiedenen Linien, über einen Ganzjahresverlauf, Frühjahr, Sommer, Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst. Licht und Temperatur sind triviale Werte, im Winter niedrig, im Sommer hoch. Aber schauen wir uns mal den Nährstoffgehalt an, das ist jetzt auf Phosphat bezogen. Da habe ich im Winter und im Herbst wirklich auch im Wasser nachweisbare Phosphate.
Im Frühjahr, Sommer, wenn alles wächst, wenn meine Algen da sind, sind die Phosphatgehalte meistens null. Wieso ist diese Kurve so? Warum gibt es da diesen ganz typischen Verlauf? Und das liegt daran, da steht der Begriff Phytoplankton, das heißt nichts anderes als Schwebealge. Schwebealge nimmt die Phosphate auf, die werden mehr, also die Phosphate werden weniger, die Schwebealgen werden mehr, erste Algenblütenphase. Und dann habe ich diese Verlagerung von den Phosphaten vom freien Wasser in den Organismus. So, bei natürlichen Teichen läuft es dann oft so ab, etwa 2 bis 3 Wochen versetzt nach der Schwebealgenblüte kommen die Wasserflöhe. Wasserfloh frisst Schwebealge, das Wasser wird dann erst grün, dann wird es rot und dann wird es klar. Und das Ganze pendelt sich dann im Jahresverlauf in mehreren Wellen immer hin und her. Also was wir an der Grafik sehen, die Nährstoffe in dem Gesamtsystem übers Jahr werden verlagert von einem Kompartiment ins andere. Einmal sind die für uns nachweisbar, einmal sind sie in den Pflanzen, einmal liegen die Phosphate in den Tieren gebunden und wenn die Tiere absterben, werden sie frei und dann kommt die nächste Algenphase wieder. Und Sie kennen das alle, schön grüner Teich, dann 2 Wochen lang Regen im Sommer, Wasser ist klar, ohne Behandlung und sobald die Sonne wieder scheint, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Es ist nicht so ganz trivial, sich mit den Phosphaten zu beschäftigen, weil dann noch weitere Kompartimente eine Rolle spielen. Das ist nämlich in dem Fall der Teichboden, was sich unten in den Sedimenten absetzt. Wir haben nämlich von Natur aus eine Phosphatfällung in den Gartenteichen. Das sehen Sie, Pflanzen aus Biomasse, Phosphor schwebend in Partikeln gebunden, setzt sich unten ab, bleibt in den Teichboden erstmal gebunden. Aber es gibt eine Rücklösung. Und diese Rücklösung kann durchaus richtig hohe Werte erreichen. Navanbach-Talsperre in der Nähe von Bonn ist eine Trinkwassertalsperre. Da löst sich pro Quadratmeter pro Tag, also nochmal, pro Quadratmeter pro Tag aus dem Boden 0,035 Milligramm Phosphate wieder ins freie Wasser zurück und das auch ganzjährig. Sobald die Phosphate wieder im Wasser sind, sind sie für uns messbar. Wir können sie sehen und dann sind sie aber auch algenverfügbar. Das, was unten im Sediment liegt, sehen wir nicht und messen wir nicht. Aber sie sind da. Das heißt, selbst wenn Sie als beratender Händler Phosphate im Wasser nicht nachweisbar sind, sie sind trotzdem da. Sie liegen nur irgendwo anders, wo Sie sie gerade nicht bekommen. Und dieser Kreislauf läuft auch immer und ganzjährig. Und das ist wichtig zu sehen, dass wir eigentlich, wenn wir heute ein Problem haben mit Phosphaten, der Fehler eigentlich im letzten Jahr gelegen hat. Auch die ganze Kurve mit dem Nährstoffverlauf. Ein Algenproblem von heute geht auf einen Pflegefehler im Jahr zuvor zurück. Ich kann heute noch lenkend, steuernd eingreifen, aber wenn ich es verhindern will, muss ich heute schon für die nächste Saison planen. Und zwar im Prinzip jetzt ab August, September. Maßnahmen zur Phosphatlimitierung greifen, wo ich in das System noch eingreifen kann, um die Phosphate zu binden, aus dem System rauszuholen und schlicht und ergreifend irgendwo zu kompostieren. So, da haben wir 2 Produkte in unserem Teichpflegeprogramm. Fangen wir mit dem unteren an, ich hätte es drehen müssen. Das Phosexpond Direct, das ist eigentlich das Produkt, was ich flüssig reingebe, über eine richtige, signifikante Phosphatfällung, Phosphate abbindet, die erstmal den Algen entzieht. Sie sind aber im Teich nach wie vor drin, sinken ab auf dem Boden, sind aber erstmal nicht algenverfügbar. Der zweite, das Phosexpond Filter, was man in die Filteranlage einpackt, ist ein selektiver Phosphatbinder. Der kann nicht regeneriert werden, weil die Bindung so stark ist. Sollte im Schnitt, wenn die Teiche halbwegs gut laufen, so etwa alle 3 Monate erneuert werden. Damit betreiben Sie den Nährstoffexport. Ich nehme das Phosexpond-Filter, bringe es auf meinen Komposthaufen, kompostiere es da und damit sind die Phosphate aus dem Teich raus, aus dem ganzen System. Nur den Ansatz habe ich, um da wirklich definitiv mit einzugreifen. Eine kleine Anmerkung am Rande. Phosphate sind kein Übel. Für uns im Gartenteich und für uns in der Aquaristik ja, aber eigentlich läuft die Welt auf eine Phosphatfalle raus. Wir haben nämlich auch für unsere landwirtschaftliche Produktion jetzt schon zu wenig Phosphate. Wir müssen gucken, dass wir diese sogar zurückgewinnen, um sie dem Gesamtkreislauf auch zur Ernährung des Menschen wieder zuzuführen.